So, ein herzliches Willkommen zur LostCon 21 Vorabkonferenz. Ich hoffe, dass ihr alle mich gut hört und mich gut seht. Wir machen ja traditionellerweise eine Woche bevor die Konferenz eigentlich startet, so eine Vorabkonferenz, bei der wir im Kern alles nochmal erklären, wie die Konferenz ablaufen wird, auch eure Fragen beantworten, falls noch Fragen offen sind und ihr dann natürlich auch die Plattform wieder ausprobieren könnt. Für die, die letztes Jahr dabei waren, wir hatten ja letztes Jahr Remo im Einsatz und Teams und hatten ein Wiki extra und Telegram. Und wir haben versucht, dieses Jahr die ganze Plattform und so weiter ein bisschen zu vereinfachen. Auch das Ticketing, dass man vom Ticket direkt in die Online-Plattform kommt und sich dort bewegen kann. Aber das ist was, was wir heute alles im Prinzip mal vorführen wollen und euch auch vor allen Dingen ausprobieren lassen wollen, dass wir nächste Woche da ganz gut in den Termin dann starten. Vielleicht vorneweg, für mich ist das ein bisschen eine komische Situation, man ist ja Videokonferenzen gewöhnt. Jetzt bin ich in einem Livestream und Livestream bedeutet, dass das, was ich jetzt erzähle, ich vor 10 Sekunden ungefähr gesprochen habe, weil wir so grob einen Zeitversatz haben zwischen meinem Livestream hier und dem, was bei euch ankommt auf der Bühne, von 10 Sekunden. Und deswegen kann ich euch nicht hören und auch nicht sehen. Aber ich habe einen Blick auf den Chat und das wäre das Erste, was mich jetzt mal interessieren würde, ob ihr mich ganz gut hören und sehen könnt. Das wäre schön, wenn ihr das kurz in den Chat mal postet. Ich habe von Magnus schon gesehen, jetzt höre ich was. Ich sehe Fabienne, ich sehe Hardy. Ich vermute mal, wenn der Ton nicht ankommen würde, dann würde da im Chat schon was kommen. Wie gesagt, jetzt muss ich so ungefähr 10 Sekunden warten, bis ihr da entsprechend posten könnt oder ich das entsprechend im Chat auch lesen kann. Was ganz gut ist, ich sehe, wir streamen ja parallel auf YouTube. Ich hatte eine Infomail geschrieben. Falls irgendjemand Probleme hat, der Backup wäre in YouTube sich das anzuschauen. Das sind im Moment auch nur 4 Leute drin. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass die meisten Personen es hierher in die Venueless-Plattform geschafft haben. Falls ihr in YouTube seid, weil ihr aus Versehen auf den falschen Link geklickt habt, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dass ihr rüber wechselt. Schau ich mal gerade, Moment, mal mein Telefon ausmachen. Genau, also alles super, schreibt Fabienne, Lautstärke und Sound top. Sandra macht auch Daumen hoch, Hardy Daumen hoch, Steffi klappt sehr gut, perfekt. Also das scheint gut zu funktionieren. Ja, wie gesagt, heute haben wir 3 Teile im Wesentlichen. Zum einen zeige ich euch nochmal ganz kurz so einen Durchflug durch die Plattform, was es alles gibt. Ein paar Sachen haben sich verändert. Ich habe ja den Weblog gepostet in der letzten Woche schon, wo ich das erklärt habe, habe dann auch so einen Screencast dazu gemacht. Wer das angeschaut hat, kennt die Kernsachen schon, aber es macht ja immer noch mal Sinn, wenn einem das jemand noch mal ein bisschen erzählt und man vielleicht dann auch gleich eine Rückfrage stellen kann. Das heißt, das machen wir jetzt am Anfang ganz kompakt. Dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen entweder in den Chat, hallo Marcel, auch gelandet sehe ich, entweder in den Chat oder wir probieren dann auch gleich aus, dass wir euch dann auch mal auf die Bühne holen, diejenigen insbesondere, die Lightning Talks machen oder Sessions machen. Genau, dann lese ich gerade hier im Slack noch, die Lara kommt nicht rein, der Alex auch im Wartemodus. Keine Ahnung, was ein Wartemodus ist. Da muss ich mich dann nachher drum kümmern. So ein bisschen viele Fenster hier, die man zeitgleich im Blick haben muss. Genau, also Frageteil, das hoffe ich, dass wir dann so in einer halben Stunde ungefähr abgehandelt haben, also um 2:30. Und danach habt ihr eine halbe Stunde noch Zeit, die Sachen, die ich gezeigt habe, auch dann direkt auszuprobieren. Ich hatte es in der Infomail schon geschrieben, mal das Profil ausfüllen, das geht unten links, durch die Navi klicken, um zu schauen, was diese ganzen Einträge sind in der Navigation, mal die Breakout-Räume anzugucken, die Bühne anzugucken, den Chat auszuprobieren. Okay. So, jetzt schaue ich hier gerade mal nochmal in den Slack. Da scheinen Leute in einer Teams-Konferenz zu sein. Das muss ich mal gerade beantworten. Moment, kleinen Moment. Jetzt versuchen wir nochmal ganz in Ruhe. Ihr müsstet jetzt einen Ton wieder hören von mir hoffentlich. Postet es mal gerade in den Chat. Sehr gut. Ihr könnt jetzt alle groß lachen, weil ich predige immer Kabel verwenden und kein Bluetooth. Prompt hatte ich ein Bluetooth-Headset dran. Und da geht's nicht. Schönes Kabel und jetzt funktioniert's. Also gleich der erste Tipp, steht auch hier unten bei Tipps und Tricks, verwendet Kabel und kein Bluetooth. Also nochmal durchschnaufen. Weiß nicht, wie viel ihr jetzt gehört habt und wo ich weg war.
Wir machen heute drei Teile. Ich erkläre jetzt ganz kurz nochmal die Plattform und den Aufbau, zeige euch das. Ihr könnt parallel Fragen in den Chat reinschreiben, die ich versuche zu beantworten. Wir können dann auch mal testen, ob jemand mal auf die Bühne kommen mag, dass man mal sieht, wie das aussieht, zu mir hier ins Studio. Und der zweite Teil der Session dient dann dazu, dass ihr einfach mal probieren könnt, die Plattform ausprobieren könnt. Also mal durchklicken, mal auf die Insel gehen, mal die ganzen Inhalte anschauen, wo findet man das Programm, vielleicht in Chat was schreiben. Es gibt hier auf der linken Seite auch den allgemeinen Chat. Ne? Das heißt, da könnt ihr alles, wo ihr heute Probleme habt, was euch auffällt, was ihr für nächste Woche noch verbessern können, direkt reinschreiben. Wir werden das dann ausmorgen im Orga-Team treffen, um die Dokumentation und die Hilfestellung für euch nächste Woche zu verbessern. Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal der Durchflug. Hier oben links in der Navigation, wenn ihr drin seid, macht das mal einen Tick größer, dann könnt ihr es vielleicht besser sehen. Moment, und da muss es natürlich auch noch teilen mit euch. Seht ihr so eine Willkommensseite? Hier schreiben wir eigentlich alles drauf, was man zur Teilnahme braucht. Also hier gibt es so einen Beitrag, die Orte, ne, wo man sieht, die ganze Infrastruktur, die wir verwenden, die Tools, die einzelnen, da kommen überall auch noch kleine Dokumentationen dazu. Ne, überall, wo ihr auch sagt, das verstehe ich nicht, fand ich komisch, finde ich mich nicht zurecht. Das wollen wir alles auf der Seite bündeln. Da seht ihr es auch bei manchen Sachen auch noch Baustelle. Ne, an welchen Orten sind die Assemblies? Hier seht ihr schon unsere Insel. Wir waren ja letztes Jahr auf der Insel im Neuland. Ne? Eigentlich wollten wir im Telekom-Hauptquartier sein. Dieses Jahr wieder. Leider ist dieses Jahr immer noch keine Präsenzveranstaltung möglich. Also haben wir gesagt, Wetter ist schön. Wir gehen auf die Insel und setzen uns schön an den Strand. Equipment ist schon verflogen und die Orga-Crew fliegt jetzt auch demnächst hinterher, sodass wir uns dann auf unserer Insel treffen können. Und hier unterhalb gibt es so eine Sektion mit Tipps und Tricks und FAQ. Die ist noch recht dünn. Die bauen wir jetzt aber mit den Erfahrungen von heute sozusagen aus, sodass ihr auf der Willkommensseite idealerweise alles, was habt, alles draufstehen habt, was ihr für die Teilnahme braucht. Da gibt es auch den Zeitplan. Da gehe ich mal drauf. Ich versuche mal hier gerade mein Mikro noch anzuklipsen. Der Hardy schreibt, das knackst ab und zu und versuche ein bisschen ruhiger zu sitzen. Also den Zeitplan hier oben seht ihr für die zwei Tage, Donnerstag, Freitag. Donnerstag ab 14 Uhr geht's los. Donnerstag sind wir ja in einem Single-Stream, also alles passiert auf der Bühne erstmal hintereinander. Ab 13 Uhr ist dann tatsächlich auch wieder ein Infodesk in Microsoft Teams geöffnet. Das heißt, wer da noch Probleme hat, reinzukommen, der hat eine Anlaufstelle per Teams, wo jetzt gerade ein paar Leute auch so gelandet sind. Na, dann kommen die vier Impulsvorträge von 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr. Na, das freut mich total, dass wir den Daniel Messick gewinnen konnten. Dann Impuls zu machen zu Open Space Agility. Könnt ihr mal auf Twitter folgen, der hat, glaube ich, über 250.000 Follower. Also das ist ein richtig cooler Top-Act, wo wir da mal was hören, wie man agile Organisationen, also Methoden zum Entwickeln agiler Organisationen, auch für die Entwicklung lernender Organisationen verwenden kann. Na, dann gibt's Fallbeispiele vom Christian, von der Date, von der Miriam, von Bertelsmann. Dann haben wir wieder unsere Reihe Lightning Talks. Lightning Talks sind ja so Kurzvorträge, also sprich fünfminütige Vorträge zu einem Thema. Da gibt's ein paar mehr als die, die wir bisher hier drin haben schon. Also ich glaube, 5 oder 6 sind vorgemeldet. Wir brauchen 3, 4 oder 5 auch noch. Also beziehungsweise wir haben noch Platz dafür, es kommen bis zu 10 ins Programm. Das heißt, wer da noch eine Idee hat für einen Lightning Talk, also sprich so ein Kurzvortrag, Erfahrung zu LernOS, Erfahrung aus der Leitfadenentwicklung, eine eigene Lernreise, irgendeine Idee, die ihr habt, die ihr pitchen wollt, eine Session, die am nächsten Tag stattfindet, dann könnt ihr gern über den Call for Participation das noch einreichen. Für alle, die Lightning Talks machen, ist wichtig, der kommende Mittwoch, der 23.06. um 12 Uhr ist der Einreicheschluss für die Kurzfolien. Also wenn ihr Folien habt zum Lightning Talk, müssen die über das Tool für den Call for Participation als PDF hochgeladen werden, weil wir da so eine lange PDF-Wurst draus machen und die dann sozusagen von zentral aus präsentieren. Genau. Dann haben wir im Abendprogramm uns überlegt,
Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich alle oder viele von euch im Homeoffice und da ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man den ganzen Tag über einer Veranstaltung war und dann abends auch noch, das ist nicht so ganz familienverträglich und die Kinder nörgeln vielleicht. Das wir hatten so ein als Schlagwort so dieses Wetten-das-artige Abendveranstaltung. Also wir wollten eine Abendveranstaltung machen, die irgendwie für die ganze Familie was ist und haben überlegt, was man da machen könnte. Und so machen wir abends so eine Mindtest-Challenge. Das haben wir ja auch schon mal in der Vorab-E-Mail beschrieben. Also wir nutzen das Spiel Mindtest, das kann ich auch nachher noch kurz zeigen, wenn es interessiert, und machen da eine Challenge, quasi so eine Art Freizeitpark dort zu bauen. Mit Achterbahnen, mit Geisterbahnen, mit Labyrinth, da kümmert sich der Magnus und die Susan drum. Da war auch in der Infomail ein Link zu einem Formular, wo ihr euch schon mal vormelden könnt. Und dann am kommenden Montag Nachmittag ist da so eine kleine Einführungssession, wo wir erklären, wie das geht, wie man Mindtest auf den Rechner bekommt, wie dann auch die Challenge abläuft. Und ihr könnt dann im Prinzip ab Montag Nachmittag da schon ausprobieren, gern auch mit Kindern, Jugendlichen. Aber auch wenn ihr jung geblieben seid, könnt ihr natürlich da auch selber mitmachen. Wir werden dann in 5 Gruppen zusammen quasi an diesem Freizeitpark bauen und abends dann 2045 so eine Tour durch Mindtest machen. Ich sehe gerade im Chat noch von Sabine, also es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir in dem Outlook-Termin geschrieben hatten, dass wir auf Teams starten. Das werde ich nachher gleich nochmal kontrollieren. Das tut mir leid, das ist dann wahrscheinlich eine Altlast gewesen, die wir nicht verbessert haben. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm, es wird alles auf YouTube aufgezeichnet. Also den ersten Teil, Sabine, den du jetzt vielleicht nicht gehört hast, kannst du da dann nachschauen. Und wenn du magst, mache ich es auch nochmal persönlich mit dir. Das war dann unser Fehler gewesen. Und ich sehe auch, Winnie zum Beispiel schaut auf YouTube zu. Silvio ist auf YouTube und fragt, wie komme ich in Venueless rein? Silvio, also du kommst in Venueless über dein Online-Ticket und ganz oben im Online-Ticket steht Online-Veranstaltung beiträgen. Da klickst du drauf und dann musst du dort zur Bühne und da siehst du dann den Livestream. Genau, der Joachim hat gleich noch gefragt im Chat, an wen muss man die PDFs für die Lightning Talks schicken. Über den Call for Participation müsst ihr einfach euren Lightning Talk auswählen und dort gibt es dann die Möglichkeit, ein PDF hochzuladen. Wie gesagt, bis kommenden Mittwoch 12 Uhr und dort laden wir uns die dann runter und machen da ein langes PDF draus. Genau, was haben wir noch? Wir haben im Abendprogramm Live-Podcast. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Teil 1 von diesem WOL und LernOS-Podcast, den ich mit der Sabine mal gemacht habe, gehört. Da machen wir dann 19.30 Uhr parallel zu der Mindtest-Challenge den Teil 2 nehmen wir da auf, live. Dann kommt, wie gesagt, die Tour durch den Freizeitpark. Und das freut uns besonders, 21.15 haben wir ein Live-Konzert mit dem Enno Bunger. Das ist ein Musiker und der hat sich in der Pandemie ein Tool gebaut, mit dem er quasi wirklich so eine Art Konzertraumatmosphäre herstellen kann. Also da können zeitgleich immer nur 50 Leute rein. Dafür hat man aber komplett transparentes Audio. Das heißt, Enno hört, wenn ihr klatscht, was fragt, wenn euch eine Flasche umfällt. Ihr könnt Applaus geben und ihr hört ihn natürlich in Hi-Fi-Sound. Also da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzugucken. Ist wie gesagt wie in einem kleinen Club, sind 50 Plätze. Wenn die voll sind, dann sagt der Türsteher erstmal Stopp. Und wenn dann aber jemand rausgeht, dann kommt er auch wieder rein. Also wir hoffen, dass da nicht alle gleichzeitig in das Konzert wollen. Wir sind so im Moment gut 100 angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also das müsste sich ganz gut ausgehen. Und dann haben wir 22 Uhr noch, die letztes Jahr dabei waren. Da haben wir ja so eine Runde Jeopardy gespielt mit LernOS-Begriffen. Dieses Jahr spielen wir eine Runde Montagsmaler. Das wird bestimmt genauso lustig. Fehlt im Programm noch. Genau, dann ein bisschen weiter runter im Programm, der Freitag, da kommt hier dann noch dazu, 9 Uhr ist die Eröffnung, also 9 Uhr machen wir quasi Vorstellungsrunde, die Session-Vorstellungen, einige von euch haben ja schon Sessions vorgemeldet, die seht ihr auch hier schon im Programm, wir werden auch nochmal einen Session-Raum einrichten, weil im Moment sind nur noch 2 Lücken im Programm, das heißt, wir werden 6 Slots für Sessions noch vorzubelegen haben. Das heißt, wer da noch Ideen hat für Sessions, hebt euch die auf, pitcht die am Freitag. Der Call for Participation für Sessions ist schon zu, nur weil wir, wie gesagt, am Tag vor Ort eben auch nochmal die Möglichkeit bieten wollen, Sessions reinzupitchen. Genau, und dann, was hier hinten auch noch fehlt, ist dann 15 bis 16 Uhr. Da machen wir den gemeinsamen Abschluss. Da können die Session-Owner nochmal kurz erzählen, was in ihren Sessions passiert ist. Und wir machen eine kleine Feedback-Runde und dann auch schon das Farewell. Genau, das ist der Zeitplan. Dann haben wir hier die Teilnehmerliste. Die füllt sich jetzt so langsam. Also jeder, der hier reinkommt, landet automatisch hier drinnen.
Ne, unten links seht ihr da bei meinem Profilbild, unten links im Eck, weiß nicht, ob man das im Stream sieht, ganz klein. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr quasi euer Profil bearbeiten. Ne? Das heißt, ich gehe mal bei Ali aufs Profil, könnt ihr ein Bild hochladen, so ein paar Kategorien von Text, die man ausfüllen kann. Und wichtig auch hier unten, könnt ihr quasi Teilnehmer, Teilnehmerinnen anschreiben oder auch anrufen. Also anschreiben ist ein Chat, der landet dann hier drüben unten bei den Direktnachrichten. Nur falls jemand mag, könnt ihr mich mal anchatten, dann kann ich das mal zeigen, dann taucht es hier auf. Und anrufen ist so eine kleine Zweier-Video-Audio-Konferenz, die ihr da einfach untereinander habt. Ne, für die letztes Jahr dabei waren auch, das war, was wir so in Telegram hatten, aber auch in Remo, in den privaten Chats. Das sind sozusagen hier die Direktnachrichten. Genau, dann haben wir für die Assemblies, aber auch für den ganzen informellen Austausch zwischendurch, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, unsere Insel. Die Insel ist Work Adventure. Ups, da steht schon jemand. Soll mal gerade weggehen. Und das funktioniert so, und das ist wie so ein altes 2D-Computerspiel. Das heißt, da könnt ihr sozusagen einfach durchlaufen und euch frei bewegen. Sobald man in die Nähe von der Person kommt, ich gehe hier mal zu, wer ist das, Carlos? Nee, Carina. Seht ihr, geht hier eine Videokonferenz auf. Ich sehe jetzt, von mir seht ihr kein Video, weil mein Video jetzt gerade in dem Livestream verwendet wird. Ne? Und da können bis zu 4 Personen gleichzeitig in so einer kleinen Videokonferenz sein. Also das ist so ein bisschen wie bei einer Veranstaltung, die Lounge oder die Bar oder so, der Ort, wo man einfach sich treffen kann und miteinander plauschen kann. Für die Assemblies gibt es dann hier nochmal die Lagerfeuer hinter den dunkelbraunen Flächen, gehe jetzt nicht drauf, sind nochmal so Jitsi-Videokonferenzen, da kann man dann auch mit 10, 20, 25 Leuten sprechen. Und die Assemblies, die auch Whiteboards wollten, die haben ja nochmal Whiteboards, das heißt, hier ist ein Conceptboard eingebettet, sodass man dann in der Assembly auch am Conceptboard arbeiten kann. Ich sehe, da kommt schon Magnus und Loki, Alex und Carina. Also das scheint zu funktionieren, da oben zu laufen. Das könnt ihr auch nachher gerne dann ausprobieren. Na, hier unten seht ihr mich klein. Da ist vielleicht wichtig, wenn ihr mit Videokameras, vielleicht habt ihr das bei anderen Veranstaltungen oder so auch gemerkt, na, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Livestream hört oder in einem Breakout-Raum seid, dass eure Videokamera belegt und ihr geht dann parallel in das Work-Adventure rein, dann gibt es da einen Konflikt mit den Videokameras. Also es macht immer Sinn, aus einer Videokonferenz quasi rauszugehen und dann auf die Insel zum Beispiel draufzugehen, damit das Work-Adventure sich die Webcam holen kann. Auch anders als letztes Jahr, wir haben überhaupt keine Notwendigkeit mehr für dedizierte Tools oder irgendwas zu installieren. Es funktioniert alles browserbasiert. Wir empfehlen idealerweise einen aktuellen Google Chrome Browser zu verwenden, damit funktioniert es am besten. Oder einen aktuellen Firefox, damit funktioniert es auch ganz gut. Schwierig ist Safari, Edge oder falls jemand von der Firma noch so alte Internet Explorer oder sowas hat, da gibt es dann öfter mal Probleme. Aber ihr könnt ab jetzt quasi bis nächste Woche immer hier rein, könnt da testen und ausprobieren und falls irgendjemand noch Probleme hat, dann rührt euch bei uns und dann können wir da nochmal im Screenshare schauen. Genau, hier wo Konzertraum steht links, da ist nur die Beschreibung, die Plattform, die Enno mit aufgebaut hat. Die heißt Mic Drops, das heißt, da ist dann der Link, wie ihr da reinkommt. Circa 15 Minuten vorher kommt man da erst rein. Wir werden den Enno auch am Ende von der Mindtest-Ortsbegehungssession leider dauert, jetzt sehe ich, dass da mein Ton kratzt auch noch. Was kann ich denn da machen? So, Moment. 1, 2, Test. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir ein professionelles Audio-Interface dran und ein sinnvolles Headset. Jetzt muss ich wieder meine 10 Sekunden warten und ein bisschen überbrücken. Und ihr könntet mir mal kurz in den Chat schreiben, ob das jetzt vom Ton besser wird. Da kommen Daumen hoch. Was? Nope, wieder kein Ton. Wir hören dich. Passt. Ich höre nichts. Jetzt. Wenn jemand nichts hört, vielleicht einfach den Browser nochmal neu laden. Aber ich sehe einen Haufen Daumen hoch. Jetzt perfekt. Bist du da? Okay. Also macht's gleich richtig. Audio-Interface, USB-Kabel, Kabel-Headset. Dann hat man keine Schmerzen. Genau. Also, Live-Konzert hatte ich gesagt.
die Insel und solche Sachen, auch das Live-Konzert. Wenn ihr wollt, gern abends im Rahmen der Familie, setzt euch zusammen, hört da gemeinsam zu. Das ist so ein bisschen unser Ziel, dass das Abendevent einfach auch nicht so alleine, sondern irgendwie für euch zu Hause vielleicht auch ein schönes Happening ist. Wir haben auch für die Insel die Links, die stehen direkt in dieser Willkommensseite. Also ihr könnt da gerne Kids oder so auch den Link geben. Dann könnt ihr auch mal auf die Insel kommen und drüber laufen und sich so ein Companion holen. Genau, da haben wir noch den Freizeitpark. Da ist nicht der eigentliche Freizeitpark, den wir bauen dahinter, sondern hier folgt eine Anleitung, wie das dann funktioniert mit dem Freizeitpark. Da ist Magnus und Susan noch dran, das zu bauen. Also da gibt's hier eine Dokumentation. Das ist so ein bisschen wirklich zum Basteln und vielleicht Kids ein bisschen an Technologie ranführen. Also wir machen das wirklich wie die Gamer. Wir bauen den Freizeitpark auf Minetest. Das ist so ein Open-Source-Minecraft-Klon. Minecraft muss man sich ja kaufen. Minetest ist eine freie Version. Könnt ihr auf Windows, Linux, Mac, gibt es da Versionen. Und wir machen das auch richtig wie die Gamer, parallel mit einem Discord-Server für den Audio-Chat. Da schreibt auch gerade jemand oben Hallo zusammen rein. Sehr schön. Also ihr seht, wir sind da sehr dynamisch und agil unterwegs. Wahrscheinlich schreibt der Magnus gerade auf die Dokumentation. Und da ist, wie gesagt, am Montag, den 21.06. um 16.30 Uhr, glaube ich, so eine Einführungssession. Die ist dann tatsächlich per Teams, wo wir das mal zeigen und euch helfen, auch so einen Mindtest-Server auf die Beine zu stellen. Und da gibt es so ein kleines Formular, wo man sich dann vormelden kann, wenn man bei der Challenge mitmachen will. Und dann ist quasi am Nachmittag der Veranstaltung und abends dann bis 20.45 Uhr so Zeit zu bauen. 20.45 gehen wir dann durch die ganzen Attraktionen mal durch und gucken uns die an und küren da auch einen kleinen Gewinner. Naja, Magnus schreibt, wir freuen uns auf euch. Perfekt. Genau, dann haben wir hier, das habt ihr vorhin schon gesehen, im Standbild einfach eine Twitter-Wall eingebaut. Hashtag LostCon21, alles was da kommt, erscheint. War vorhin ein bisschen komisch, weil da hat irgendjemand getweetet ein Video von mir und dann habe ich mich da mit Lippen bewegt und dann dachte man irgendwie, das wäre ich, da kommt's. Das bin aber nicht ich, sondern es ist einfach nur ein Videovorschau entsprechend in einem Tweet. Genau, dann die Bühne, das ist da, wo ihr wahrscheinlich seid. Ich mache mal hier den Ton aus, nicht, dass ich eine Rückkopplung kriege. Und halt auch den Livestream an. Also das, was ihr hier in der Mitte seht, ist das Videofenster, was wir übertragen aus unserem Livestream-Studio. Hier unten gibt es die Reaktionen, habe ich gesehen, haben ja viele schon gesehen. Also Hände klatschen und Herzen und Daumen hoch und Lachen und so weiter. Und hier rechts gibt es den Chat. Da kann man jetzt hier durchgehen und man kann auf die einzelnen Chats auch reagieren. Also kann hier Daumen hoch auf einem einzelnen Chat, wenn man irgendwo zustimmt. Das kennt ihr ja im Wesentlichen von den ganzen Tools wie Zoom und WebEx und so weiter. Wichtig vielleicht, wenn jemand zu uns auf die Bühne kommt, zum Beispiel bei den Lightning Talks oder dann, wenn die Sessions vorgestellt werden, schaut also hier unten, wenn ihr im Livestream seid, parallel den Ton auf ausstellt, weil sonst hört ihr quasi die Bühne nochmal im 10 Sekunden Zeitversatz und das ist ziemlich anstrengend und gibt uns Rückkopplung. Also das ist so das Einzige, wo man aufpassen muss, wenn man jetzt in so einem Livestream-Setting ist und nicht in einem Videokonferenz-Tool. Genau, hier drunter, wo Kanäle steht, dort haben wir quasi unsere Breakout-Räume. Im Moment gibt es 5, da kommt noch ein 6. dazu. Die haben wir benannt nach den Hauptideengebern für den LernOS für Organisationen-Leitfaden. Also der heißt entsprechend Raum Messig, Raum Kotter, Raum Garvin und so weiter. Ich mache mal hier auch gerade direkt meinen Kamera und Ton aus. Ich weiß nicht, wer schon mal in Big Blue Button war. Also hier hinter hängt Big Blue Button als Videokonferenzsystem, auch webbasiert. Das ist was, was er vielleicht nachher dann oder in der Zeit jetzt bis nächste Woche auch mal ausprobiert. Hier finden die Workshops und die Sessions statt. Die Susan sagt, der Ton war besser, als ich aufgestanden bin. Das kann aber eigentlich fast nicht sein. Neues Feature der Apple Watch. Genau, da kommt schon der Stefan Bohr mit rein, der Clemens. Sehr gut. Euch wird man jetzt im Livestream aber nicht hören. Hi Stefan. Also da werden wir auch nochmal eine kleine Anleitung posten, wie dieses Big Blue Button funktioniert. Da kommt er quasi einfach mit einem Klick in die Räume rein. Was da als Funktion vielleicht noch wichtig ist, wenn ihr jetzt in einem Breakout-Raum seid und wollt mal kurz in den Zeitplan schauen, geht es? Da könnt ihr quasi hier auf Zeitplan klicken und ihr bleibt aber in dem Raum drin. Ihr seht, weiß nicht, ob man es im Stream sieht, hier oben rechts, du hörst gerade Raum Messig. Also man bleibt in dem Raum mit drinnen und kann sich dann entweder entscheiden, wenn ich aus dem Raum rausspringe, dann klicke ich hier auf das X oder wenn ich in den Breakout-Raum zurück will, dann klicke ich hier quasi wieder drauf und bin wieder in der Session drin. Nur ansonsten hat man hier links einen Chat,
Das heißt, es gibt pro Raum einen Chat, wo man innerhalb des Raums chatten kann. Das, was hier geteilte Notizen heißt, das sind, ist ein Etherpad. Also das ist quasi, könnt ihr nutzen, um Notizen zusammenzuschreiben. Hier unten gibt es dann so Präsentationen hochladen, Umfragen starten und präsentieren. Ich sehe schon, da kommen nach und nach alle rein. Sehr gut. Das ausprobieren wir eigentlich für nachher, aber so sehen wir gleich, dass es geht. Genau, der Hadi. Servus, Hadi. Genau, und so gibt es halt 5 Räume. Was wichtig ist, hier, ihr seht jetzt hier nur 4, weil wir haben hier noch 2 Chats, auf die gehe ich gleich noch ein. Venueless, das Tool, kann hier nur 6 Einträge anzeigen. Das heißt, wenn ihr in den 5. Raum wollt, muss man hier einmal auf alle Kanäle anzeigen und dann würde man jetzt hier auch den Raum Krapf noch sehen. Also das ist leider eine Einschränkung von dem Venueless. Dadurch, dass wir hier 7 Einträge haben, nicht 6, ist einer versteckt. So, dann gehe ich mal aus dem Raum raus und schließe den auch. Jetzt habe ich nämlich auch gar nicht mehr viel. Wir haben hier dann unten drunter noch den allgemeinen Chat. Das ist sozusagen ein großer offener Chat, wie letztes Jahr die Telegram-Gruppe war oder in Remo der allgemeine Chat. Das heißt, da kann man alles Mögliche rein, Links teilen, Ankündigungen machen, wenn ihr sagt, keine Ahnung, um 16 Uhr trifft sich auf der Insel am alten Baum eine Gruppe, die über E-Portfolio LernOS Leitfaden schreibt, dann ist das dort der Ort, wo ihr das ankündigen könnt. Na, das sieht man jetzt auch, wenn Leute dem Chat beitreten. Alle, die hier schon mal drin waren, werden auch hier gelistet, links. Und dort könnt ihr sozusagen alles reinschreiben. Alles, was ihr jetzt von heute habt, wo ihr sagt, das könnte besser sein, das können wir besser beschreiben, da ist die Dokumentation komisch, ladet das gern nachher auch hier in dem Chat ab. Das gehen wir dann im Nachgang nochmal durch und gucken, was wir entsprechend in FAQs und so überführen könnt. Und da könnt ihr auch gerne einen kleinen Schüttehaufen hinmachen dafür, dass ich den Outlook-Termin nicht aktualisiert habe und den Teams-Link dort drin gelassen habe. Das geht auf meine Kappe. Genau, was da auch noch gibt, ist der Infodesk. Infodesk ist dafür gedacht, da werden wir so einen kleinen, wie so einen Schichtbetrieb haben, wo Leute, die Laura und einige andere noch, der Olli und so weiter, einfach pro Stunde immer ein Auge drauf haben. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, im Programm muss was geändert werden, dann ist der Infodesk quasi die Anlaufstelle, wo ihr das reinschreiben könnt und wo wahrscheinlich nicht mit einer Reaktionszeit von einer Minute, aber doch sehr schnell jemand reagieren wird und antworten wird. Genau, da unten hatte ich vorhin gesagt, kann ich euch den privaten Chat nochmal schreiben, ne, zeigen. Ne? Hier hat jetzt Magnus geschrieben zum Beispiel und das sieht man, das taucht dann hier bei den Direktnachrichten auf. Wenn ich das gelesen habe, so ähnlich wie ihr das von Messengern kennt, kann ich quasi hier auf das X und dann verschwindet er wieder. Und sobald mich Magnus wieder anschreibt, taucht der Chat hier entsprechend wieder auf. Genau, das ist fast schon alles. Ich würde jetzt nur nochmal euch kurz für die, die vielleicht ihre Kids fürs Abendprogramm, für die Mindtest-Challenge begeistern wollen, das nochmal kurz zeigen. Also ich habe hier das Mindtest-Spiel bei mir auf Windows drauf. Da braucht man dann, wenn man es installiert hat, Zugangsdaten zu unserem Mindtest-Server. Die kriegt ihr aber dann bei der Session am Montag oder in der Mail, falls ihr euch angemeldet habt. Oder auch nochmal, wer einsteigen will, 18.15 Uhr am 24. abends. Also der verbindet jetzt hier mit dem Server. Die Grundidee von dem Freizeitpark ist, wir haben schon mal so ein Areal angelegt. Es gibt so einen Weg außenrum. Es gibt so Flächen, wo man bauen kann. Ihr seht, es ist gerade Nacht. Ich mache mal gerade die Uhrzeit wieder auf Tag. Na, und wer Minecraft kennt, da kann man hier quasi so durchlaufen mit Maus und Tastatur. Ich gehe hier mal gerade in den Flugmodus, dann kann ich euch das von oben zeigen. Na, und hier hat quasi so ein Vorbereitungsteam schon mal so eine Grundfläche vorbereitet. Also da gibt es hier so Flächen, auf denen gebaut werden kann. Da gibt es Ideen, was in so einen Freizeitpark reinpassen würde. Also Magnus hat mit seinen Töchtern, glaube ich, hier schon mal so eine kleine Achterbahn-Demonstration gebaut. Hier entsteht auch schon so eine Beispiel-Achterbahn. Na, wie ihr seht, haben sich schon einige Tiere angesiedelt. Also falls irgendjemand da einen kleinen Streichelzoo machen will, könnte man auch das tun. Na, und das ist aber alles noch so ein bisschen in Bewegung. Also überall, wo jetzt hier so Flächen abgegrenzt sind, wird es dann nächste Woche einen eingezäunten Bereich geben, wo dann so Teams, also wir gehen jetzt mal davon aus, 5 Gruppen zu bilden, 4, 5 Personen, die dann quasi gemeinsam dort in den 2, 3 Stunden oder auch vorab schon ein bisschen entsprechend eine Attraktion aufbauen, die wir uns dann im Programm 2045 anschauen. So, jetzt habe ich viel geredet, wahrscheinlich auch ein bisschen konfus, weil ich natürlich mit diesen ganzen Tonproblemen so leicht
leicht durch den Wind war und konnte jetzt auch gar nicht mehr so ganz alles im Chat anschauen. Vielleicht machen wir es folgendermaßen. Ich kopiere euch mal gerade den StreamYard-Link in den Chat. Also falls jemand auf die Bühne kommen will und eine Frage stellen, dann könntet ihr das direkt machen. Da fliegen auch schon ein paar Herzen rum, immerhin. Keine Schittehaufen, aber die kann man auch gar nicht schicken, zum Glück. So, ich kopiere euch einen StreamYard-Link rein. Wenn ihr auf die Bühne kommen wollt, nehmt auch am besten einen Chrome, geht da rein. Ich sehe euch dann im Studio, kann euch auf die Bühne nehmen. Wie gesagt, schaltet den Ton dann, sobald ihr auf die Bühne kommt, in Venueless aus, dass man da keine Rückkopplung bekommt. Ansonsten lese ich jetzt ein bisschen durch den Chat oder ihr stellt eure Fragen einfach in dem Chat und dann beantworte ich die dort. Schau mal gerade, ich browse mal da ein bisschen hoch, ob ich da was finde. Da sind noch die ganzen Tongeschichten. Wenn der Wurm drin ist, so ist es. Klingt besser etwas zu laut. Ich kann mich ein bisschen leiser machen. Ton ist besser. Popschutz wäre sinnvoll, ja, das stimmt. Der ist mir abgefallen in der Hektik. Ton ist okay. Clipping. So. Also ich schau mal, was es da noch gibt. Zeitversätze spannend. Ja, das ist beim Livestreaming echt ein Problem. Also da muss man sich echt drauf einstellen. Wenn man während der Session, fragt Marianne, einen Support braucht, gibt es noch einen anderen Weg als den Infodesk? Ja, wir haben im Orga-Team, das hat man jetzt auch immer in die Infomails reingepackt, das kann ich gerade zeigen, im Orga-Team gibt es einen Slack-Channel. Das ist bei uns auf dem Slack-Netzwerk der Kanal LostCon 21. Und dort haben wir quasi auch während der ganzen Veranstaltung, habe ich immer auch ein iPad neben mir stehen, wo der Slack-Channel quasi drauf ist und da erreicht er uns auch schnell. Also der Infodesk-Chat oder der Slack-Channel, das sind wahrscheinlich die zwei Orte, die am schnellsten gehen. Piwi fragt, ob meine Tochter auch mitmacht. Ja, genau, die freut sich auch schon drauf. Mit einem lachenden Wein im Auge, weil die musste mit ihrer Schulklasse die Mindtest-Welt, die musste man jetzt erstmal archivieren, weil unser Server dafür gebraucht wird. Aber die hat jetzt auch schon mit aufgebaut und Zäune gemacht und euch Flächen glatt gemacht, dass für die Attraktionen genug grüne Fläche bereitsteht. Also die ist schon fleißig mit am Bauen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Satz in Richtung Alter. Ne, wir stellen fest, auch in den Coder-Dojos, so wenn eure Kids so 13, 14 sind oder vielleicht 12 auch schon, dann könnt ihr das alles schon alleine und da mitmachen. Wenn ihr jetzt so kleinere habt, meine ist 10 oder 9, 8 oder so, dann macht es Sinn, wenn ihr das vielleicht mit denen zusammen macht, ne? Dass man so ein bisschen als Familienprojekt angeht. Genau, die Sabine fragt, wann die Testzeit ist am Montag für die Mind-Test-Session. Soweit ich weiß, Magnus, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist die 16.30 bis 17.30. Genau, 16.30 bis 17.30. Da starten wir in Teams. Es gibt ein Formular, wo ihr euch davor melden könnt und dann kriegt ihr die Teams-Einladung und ich stecke hier mal die Mindtest-Challenge, das Formular in den Chat. Dann könnt ihr euch da anmelden und dann kriegt ihr die Info. Ihr könnt aber auch so noch einsteigen. Also unsere Idee ist halt, dass wir euch mal zeigen, wie man das Mindtest installiert, wie man bei uns auf den Server kommt und so ein bisschen die ersten Schritte, wie man baut. Das wird sicher auch hier bei LernOS Freizeitpark in dem Pad beschrieben sein. Aber wenn der eine oder andere Schwierigkeiten hat, hilft es ja, wenn man es dann mal sehen kann oder wir uns bei euch auf dem Rechner mal kurz das anschauen können. Genau. Nicole muss weiter, das passt. Raumkraft scheint nur ein Chat zu sein. Guter Hinweis, muss ich mir nachher nochmal anschauen. Assemblies sind auf der Insel, richtig, Hardy, genau. Also Assemblies sind die Stationen, die Lagerfeuer und auf der Willkommensseite kann ich euch hier zeigen, das ist, was noch fehlt. Na, also hier steht schon Assemblies und ich frage jetzt dann morgen nochmal final die Leitfadenteams ab. Hier wird dann stehen, welche Assemblies wo sind. Ne? Oben links wäre dann hier, oben Mitte wäre hier, oben rechts hier, Rest könnt ihr euch denken. Genau. So, Moment, jetzt muss ich den hier, sonst streamt er das. So. Genau, der Joachim fragt, ob man StreamYard für die Lightning Talks braucht. Ja, auch nochmal eine wichtige Frage. Ihr kriegt alle, also alle, die Lightning Talks machen und alle, die eine Session eingereicht haben, kriegen nochmal einen Outlook-Termin, wo der StreamYard-Link drinnen ist, ne, weil die Lightning Talks auch über StreamYard laufen
Und wir machen am Mittwoch, den 23. von 11 Uhr bis 12 Uhr nochmal so eine offene StreamYard-Session, wo ihr als Lightning Talk-Halter oder Halterin mal reinkommen könnt, euch das anschauen könnt. Das ist sehr einfach. Auch da wieder der Tipp, Chrome als Browser nehmen, Headset nehmen mit Kabel, kein Bluetooth, wie ich das gemacht habe. Dann funktioniert das in der Regel. Aber wie gesagt, Mittwoch, 23. 11 bis 12 machen wir da nochmal einen Testtermin. Genau, was haben wir noch? Da kommt der Magnus, den hole ich mal hier mit auf die Bühne. Grüß dich, Magnus. Ja. Hallo. Hi. Guck mal, ich bin auf die Bühne, also dein StreamYard-Link hat offenbar funktioniert. Danke. Exzellent. Magst du noch was sagen oder waren noch Fragen im Chat zu der Mindtest-Aktion? Im Chat habe ich keine weitere gesehen. Genau, wir freuen uns da auf Mitmacher. Wie gesagt, ist eben für die gesamte Familie darf da mitmachen. Ich habe meine Töchter mit eingebunden. Simon hat seine Tochter eingebunden. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Und wir bauen da grundsätzlich eine Attraktion, eine Lernortsattraktion. Das kann eine Achterbahn sein. Das kann irgendwie eine ja, andere Freizeitparkattraktion sein. Genau, alles, was den Kindern gut gefällt. Richtig. Ich habe gerade im Chat gelesen, es gab Schwierigkeiten in das Slack reinzukommen. Das sieht mir danach aus, als ob der Slack-Invite-Link bei uns auf der Homepage abgelaufen ist. Ich packe euch hier mal in den Chat einen neuen. Das heißt, mit dem müsstet ihr reinkommen. Genau, jetzt schauen wir mal noch weiter. Vielleicht bleibst du noch einen Moment da, vielleicht kommt noch was zu meinem Test. Slack war der Olli, genau, Olli. Du hast jetzt einen neuen Link im Chat. Stefanie schreibt im Infodesk, dass sie auf der Insel nur ein schwarzes Bild sieht. Das wäre ja tatsächlich Work Adventure. Da musst du dich am Anfang, glaube ich, auf so einer schwarzen Seite deine Webcam bestätigen. Vielleicht ist das diese. Genau. Also muss man im Browser quasi einmal dem Browser sagen, dass er die Webcam verwenden darf. Und man darf parallel vor allen Dingen nicht in einer anderen Videokonferenz sein. Wir sind auch, wenn wir hier fertig sind, komme ich auch mal mit auf die Insel und dann können wir da ein bisschen ausprobieren. Genau, Marcel muss raus, freut sich. Genau, die in den Räumen, Marianne fragt, ob in den Räumen schon die Funktionalität abrufbar ist. Das ist so. Also da könnt ihr eigentlich schon alles machen, könnt auch ausprobieren, schon Sachen zu präsentieren. Wenn ihr da auf Schwierigkeiten stoßt, auch am besten einfach dann in den Chat schreiben. Da haben wir aber jetzt ständig ein Auge drauf. Aber die Plattform bleibt so bestehen, bis dann nächste Woche unser Event ist und ihr könnt da jederzeit über euer Ticket wieder rein. Genau, Alfred schreibt, Applaus fürs Orga-Team bis nächste Woche, ja. Zum Glück sind die schlechten Sachen heute passiert. Genau, der Silvio fragt, wie kommt man auf die Bühne? Silvio, da packe ich dir jetzt nochmal schnell den StreamYard-Link rein. Den werden wir dann auch für nächste Woche an zentraler Stelle bereitstellen. Also ich habe jetzt den StreamYard-Link nochmal rein, dauert jetzt einen Moment und mit dem könntest du dann nochmal auf die Bühne kommen, dann bist du bei Magnus und bei mir. Die Piwi fragt, ob noch Platz ist für Lightning Talks, gerne. Ich habe vorhin geguckt, wir haben 6 Lightning Talks, glaube ich, vorgemeldet, von einem weiß ich, dass er noch kommt. Wir haben Platz, wenn es bequem ablaufen soll, für 10, wenn es eng ablaufen soll, für 12. Also letztes Jahr hat man, glaube ich, 12, das war tatsächlich fast ein bisschen eng. Aber Lightning Talks könnt ihr gerne noch melden. Also da haben wir noch ein bisschen Luft. Einfach über einen Call for Participation auch mit einreichen. Wie gesagt, am 23. um 12 Uhr ist die Deadline, über den CFP die Folien einzureichen. Denkt dran, 5 Minuten ist recht kurz. Also wenn ihr 20 Folien habt, ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Und wir bauen die dann zu einer Präsentation zusammen. So, jetzt schaue ich mal, ob der Silvio, da kommt er, und die Laura. So, servus. Harald hatte noch eine Frage gehabt. Ich habe keine Personal Chats in Venueless. Musst du auf die Teilnehmerinnen-Link gehen, auf den TeilnehmerInnen-Link gehen, oben links. Dann kannst du die einzelnen Leute anschreiben. Da unten tauchen die nur dann auf, wenn du wirklich schon mit jemandem geschrieben hast. Genau. Ich mache das mal parallel mit dem Hardy. Also ich habe jetzt dein Profil ausgewählt, gehe hier auf Chat und schreibe hier rein, hallo Hardy. Und jetzt müsste dann bei dir unten bei Direktnachrichten müsste mein Name auftauchen. Der müsste so fett geschrieben sein. Wenn du da drauf klickst, kannst du chatten und antworten. So, aber jetzt haben wir Silvia und Laura da. Habt ihr noch Fragen oder Problemchen oder Tipps? Nein, also ich würde einfach nur den Tipp geben, dass man den Link bereitstellen sollte. Ich hatte es nicht bereit und dann habe ich es irgendwie nicht gefunden, weil da war
ziemlich einfach, weil dann bin ich auf die Bühne gegangen und jetzt bin ich bereit, euch bei der Infodesk dann nächste Woche zu unterstützen. Sehr gut. Ja, das habe ich tatsächlich vergeigt. Ich habe es auch gerade parallel noch nachgeguckt. Von der ganz frühen Planungsphase hat man gedacht, wir starten in Teams und deswegen war da der Teams-Link noch drin. Und ich hatte es heute früh in die Infomail geschrieben, aber nicht dran gedacht, dass es im Outlook noch anders steht. Sehr gut, danke dir, Laura. Also ich hätte noch eine Frage. Klar. Bei den Lightning Talks muss man immer weiter sagen, dass dann die Slide weitergeht? Oder? Ja, irgendein Signalwort. Also das Problem bei den Lightning Talks ist, dass wir, wenn wir das mit Screenshare von den einzelnen Leuten machen, hast du so viel Rüstzeit, bis das zum nächsten übergeht, dass sich das nicht bewährt. Wenn man das in der physischen Veranstaltung macht, da würde man euch so einen Klicker in die Hand drücken, ne? Und ja, die Folien würden alle bei uns am Rechner liegen und online ist das aber schwierig, da habe ich noch keine gute Lösung gefunden. Das ist schon gut, also dann mache ich weniger Folien, dann lieber wenig und dafür nicht immer weiter sagen müssen. Genau, also wenn du magst, kannst du auch bei dem Lightning Talk, da im Call for Participation gibt es da so ein Textfeld. Ne, wenn du das so machen willst, dass du quasi ein Wort hast, zu dem die Folie weiter soll, kannst du auch reinschreiben. Ne? Folie 3, wenn ich das Wort sage, schaltet weiter. Das habe ich dann parallel offen, dann kann man es auch so machen. Gut, herzlichen Dank und nochmal herzlichen Dank für eure Organisation. Ist cool. Gerne, sehr schön, das freut uns. Danke dir, Silvio. So, dann schaue ich mal beim Chat. Sabine schreibt, bei ihr geht es mit den Nachrichten. Ich gucke mal gerade, ob der Hardy mir geantwortet hat. Hat er nicht, aber vielleicht muss er auch schon weggehen. Ja, ich weiß nicht, im Chat gucke jetzt gerade mal, ob gerade noch parallel was reingekommen ist. StreamYard funktioniert nicht mit Safari. Ja, Piwi, also Safari und WebRTC sind keine Freunde. Apple ist da leider nicht so, wie soll ich sagen, den Webstandards offen gegenüber. Deswegen, wenn du auf einem Mac bist, macht es Sinn, da einen Chrome drauf zu packen. Da ist man im Prinzip sorgenfrei. Ich glaube, man kommt den Streamer tatsächlich auch nicht mit Safari, weil da die Nutzererfahrung so schlecht ist, dass sie das lieber gar nicht zulassen, als es experimentell zu haben. Richtig. Gut. Joachim fragt, ob er seine Session 13 Uhr Vormittag schieben kann. Das schaue ich mal nach noch. Genau. Piwi, was mache ich dann? Chrome benutzen. Recht einfach. Also wenn du einen Mac hast, einfach Chrome über den App Store installieren oder über Homebrew und dann Chrome nehmen, was für die ganze Veranstaltung sinnvoll ist. Also auch BigBlueButton funktioniert über Safari nicht gut. Würde ich nicht empfehlen. Genau. Schöne Grüße an deinen Mann. Wir schicken eine Packung Merci vorbei, wenn wir es installieren. Ja, also dann sind die Fragen, glaube ich, in dem Chat soweit geklärt. Falls ihr nicht noch was habt, dann hätte ich gesagt, machen wir den Livestream zu und tummeln uns noch so ein bisschen auf der Insel, oder? Und gucken in den Chat, was da noch passiert. Trotz der technischen Problemchen haben wir ja noch 12 Minuten Zeit, also liegen wir gut in der Zeit. No, und dann würde ich sagen, ja, Magnus ist rausgesprungen, sehr gut. Euch viel Spaß, probiert die Sachen aus, nutzt die Zeit bis nächste Woche, guckt mit Kids und Family, ob ihr Lust habt, am Abendprogramm teilzunehmen, nehmt euch da an dem Abend nichts vor, wir wollen gucken, dass das wieder ein cooles Community-Event ist. Adi hat auch geschafft zu antworten, perfekt, kommt bei mir auch an und dann sehen wir uns spätestens am 24. um 14 Uhr geht's los, ab 13 Uhr macht ein Helpdesk auf in Teams, falls es da noch Probleme gibt, der ist dann von 13 bis 14.15 Uhr offen. Und 14 Uhr starten wir dann so richtig durch und alles, was dazwischen noch an Fragen oder Problemen auftaucht, einfach an uns schicken, in Chat, in Slack oder ja, wie gesagt, hier in Chat. Genau. Alles klar, dann mache ich den Stream zu. Das heißt, hier kommt jetzt gleich ein Testbild. Euch viel Spaß, danke fürs Teilnehmen und dann bis nächste Woche. Macht's schön.